Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und wie jede Woche würde ich euch gerne auch heute wieder einige interessante Trades hier mit zeigen. Um keinen dieser Trades auch in den kommenden Wochen zu verpassen, dann subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Hier haben wir als erstes ein ganz interessantes Symbol. Ich schreibe es vielleicht auch mal an, dass man es gut mit erkennen kann. Das ist das Symbol IWR. Hier gab es heute größere Call-Optionen, dass jetzt nachweislich hier auch ein Ausbruch über diese 4-Dollar-Marke, die wir hier sehen, ja, in den nächsten Tagen vonstatten gehen sollte. Sieht momentan ganz gut aus. Gab schon mal ein paar Ausbrüche, auch jetzt hier im Februar. Die Optionen dazu sehen wir auch hier. Das heißt, der Wert heute, glaube ich, gar nicht so stark im Plus mit 1%. Schwankt immer noch sehr stark. Man sieht das hier zwischen diesem Bereich 3,50 und 4 Dollar kann man in den letzten Wochen ganz gut feststellen, eher mit Tendenz Richtung 4-Dollar-Marke. Also Wert für ein kleineres Depot, glaube ich, auch als Aktie ganz gut geeignet. Hat natürlich auch eine ganz gute implizierte Volatilität. Stichwort Crowd Call kann man natürlich durchaus hier bei so einem Wert auch mit durchführen. Ansonsten, wie schon letzte Woche und in den letzten Videos mit bekannt gegeben, hat sich etwas beruhigt, was jetzt größere Ausbrüche, größere Werte anbelangt. Einen ganz interessanten Wert haben wir hier noch, Box Incorporation, wo ein Verkauf wohl möglich jetzt ansteht. Da gab es auch in der Form einige ganz gute Call-Käufe, um einen mal hiermit aufzurufen. Nehmen wir den Wert hier auf 25 Dollar bis Juni. Das heißt, je nachdem, wie schnell es hier wirklich zu einem Verkauf der Firma kommt, kann natürlich dieser Wert, wie jetzt schon vor 3 Tagen gesehen, auch schnell nochmal auf 26, 27 oder 30 nach oben ausbrechen. Wir haben hier das, was uns eigentlich immer interessiert, ein richtig hohes Call-Volumen, was deutlich über dem Durchschnitt ist, ungefähr das Doppelte. Chart sieht auch sehr, sehr gut hier aus und hier hängt es natürlich dann schlussendlich von den News ab. Aber ansonsten Box Incorporation, ganz interessanter Titel mit viel Potenzial. Diese Woche war das aber schon ja, einer der wenigen Werte, die wir hier über den Scan mit feststellen konnten. Was viel gravierender war, dass es doch jetzt einige Titel gab, die ja, eher in die andere Richtung laufen. Hier haben wir einen ganz interessanten, das ist ein ETF auf ausgewählte, glaube ich, Internetwerte aus China. Hier gab es eigentlich schon den Durchbruch gestern und hier wurden jetzt massiv Put-Optionen gehandelt und sieht das hier ganz gut. 66.000 heute, gestern auch knapp 70.000 und das im Vergleich zu 4.000 Call-Optionen. Also hier momentan massiver Verkaufsdruck bei dem ETF KWEB. Aber das ist nicht der einzige Wert. Es gibt viele andere Werte in diesem Bereich, wo wir jetzt aktuell einen Anstieg im Put-Volumen lokalisiert haben. Da haben wir noch einen ganz interessanten Titel, das ist der Wert IPOE. Auch hier noch nicht so eine lange Chart-Historie, aber auch da heute 25.000 auf der Put-Seite. Und das ist immer so ein Indiz, Märkte sind nicht mehr an den Höchstständen. Wir sehen tendenziell immer wieder größere Put-Positionen in den Markt kommen. Und von daher könnte es durchaus jetzt auch mal eine Trendwende geben, dass der Markt auch, sag ich mal, ein Stück wieder Anlauf holt, vielleicht um auf neue Höchststände zu kommen. News sind jetzt, wie gesagt, noch keine gravierenden, die vielleicht zu größeren Einbrüchen führen können, aber so eine Entspannung, so eine Ruhe, etwas ruhigere Phase am Markt ist momentan festzustellen. Das kann durchaus dann auch zu einer weiteren technischen Korrektur führen, die im Prinzip, glaube ich, jetzt, wie wir gesehen haben, schon ein Stück weit begonnen hat. Weitere Titel in diesem Bereich können wir vielleicht auch noch ganz kurz in Blick drauf werfen. Haben wir als Beispiel bei AMD. Gehen wir mal in den Chart von AMD. AMD auch so ein Kandidat für möglichen Durchbruch. Ich gehe mal ein Stück weiter im Chart zurück, weil hier sehen wir nämlich einzelnen ganz wichtigen Support oder Widerstand, der momentan, sage ich mal, bis auf die Kerze hier Anfang März noch ganz gut hält bei 75 Dollar. Das waren auch die großen Put-Positionen.
Wie Sie sehen, werden hier sicherlich auch sehr, sehr viele Orders noch platziert sein. Stop-Orders, wenn die einmal ausgelöst werden, kann es hier durchaus auch mal relativ zügig auf ein Niveau gehen, was wir bei AMD schon seit längerem nicht gesehen haben. Also AMD neben den zwei eben gesehenen Werten auch ein tendenzieller Short-Kandidat. Put-Volumen ist jetzt noch nicht so ausgebrochen, wie es vielleicht bei anderen Titeln der Fall ist. Generell ist es bei AMD recht hoch, das Volumen im sechsstelligen Bereich. Aber charttechnisch natürlich ganz interessant. Und hier, wir sehen, hatten wir eigentlich auch noch keinen wirklichen Schlusskurs unter der 75-Dollar-Marke. Für mich ist es zwangsläufig immer entscheidend, dass dann auch bei einem Durchbruch wirklich der Tagesschlusskurs unter diesem Niveau liegt. Das sehen wir momentan bei AMD noch nicht, aber das kann natürlich mit dem entsprechenden Marktumfeld, was vielleicht dann auch den Wert ein Stück weit mit nach unten zieht, in den nächsten Tagen durchaus noch kommen. Von daher das auch vielleicht ein ganz guter Titel für die Watchlist. Ja, das soweit alles für diese Woche. Wir sind mal gespannt, wie es in der nächsten Woche dann weitergeht. Also subscriben Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.